scheiß mir doch plötzlich mal mein Aufnahmeprogramm abgeschmiert, inklusive dem Spiel. Okay. Ja, ich habe hier gerade einen ziemlich fetten Zauber auf den Druiden geworfen. Das hat ziemlich viel Lärm gemacht, aber der steht noch. Ich weiß nicht, ob sich die Sache hier erledigt, wenn ich den Druiden erledige. Ich bin ja so ein bisschen der Hoffnung, dass dem so ist. Aber, vorsichtshalber, unternehme ich mal was gegen diese Riesendinger hier. Nee, nicht zwei. So Kinderkram geben wir uns nicht ab. Da kann man ruhig mal den dicken Feuerball raufwerfen. Oh, okay, die halten nicht ganz so viel aus. Dann hätte vielleicht der kleinere Feuerball auch gereicht. Meine Herren, die Dinger sind echt lästig. So, mit dem Zwergen mal voran. Wo ist denn mein Wald? Ihr dürft nicht, da ist mein Wald, Heini. Verbote, Pflichten, wir werden alles ändern. Okay, die schubsen. Die machen keinen Schaden, die schubsen. Puh. Was macht der? Der macht blitzgeschwind auf seine Schergen. Ach herrje. Und die decken ihn. Dann wollen wir mal von oben angucken, ob ich mit Zauberern rankomme. Sieht schlecht aus. Ich zieh den mal hier hin. Ich guck mal. Vielleicht klappt das. Jo. Ich muss diesen Magier-Typen loswerden. Ah, das hat ihn keinen Schaden verursacht. Wo ist er denn? Da. Ne, es hat keinen Schaden gemacht. Nicht gut. Na gut, dann mal ein paar Wuchtschläge austeilen. Der Waldheini hat sich aufgeregt. Nur in der Theorie. Ja, der ist fleißig am Zaubern, der gute Mann. Jetzt muss ich diesmal doch ein bisschen die Lebenspunkte im Auge behalten. Ich probiere das jetzt so lange, bis der hier tot umfällt, der blöde Mann. 14. Na gut, diesmal hat er Schaden genommen. Beruhigend. Ich habe schon befürchtet, dass ich dem keinen Schaden mehr zufügen kann. So, kriegt der Zwerg gerade Schaden? Der hat gerade aufs Maul bekommen von dem Vieh. Der ist runter, der ist... Okay, der hier hat... Da habe ich eine größere Chance, irgendwie was zu bewirken. 11. Ah, nächste Runde kriege ich den vielleicht. Wer ist denn dran? Achso. Die anderen kommen irgendwie gar nicht mehr in der Reihe, ne? Die fallen immer um. Da! Nimm dies, Schurke! Dem müssten so langsam die Nasenhaare abfallen eigentlich. Leute? Was ist mit den anderen los? Ah, jetzt hätte ich den Wuchtschlag nochmal nehmen müssen, aber das hätte ich wahrscheinlich eh nicht hingekriegt, also was soll's. Joa, dann müssen wir hier nochmal so einen Feuerball in die Runde werfen, glaube ich. So erwische ich alle drei. Das ist gut. Ja, war das gut? Ich weiß nicht, was hier gerade passiert ist. Ich glaube, sie hat sie gerade selbst angezündet. Und da hat keiner Schaden genommen. Ich verstehe das nicht. So, mein Waldheini. Da, ach, der kommt da dran. Super. Das ist eine geile Map. Oh, das finde ich ja toll hier. Also mal kurz durchs Ferntor marschiert und der versucht, den Druiden zu besiegen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich den Druiden nicht wirklich mit Zaubern beikomme. Aber ich mache das weiter. Ganz munter. Der muss doch irgendwie klein zu kriegen sein. Den erwische ich so nicht.
Na gut, dann geht er. Ach, ins Gebüsch kann ich mich natürlich nicht stellen. Okay. Ach, schon wieder 6 Schaden kassiert. Unvorsichtig ist er, unvorsichtig. Ich glaube, meinen Zwergen setzen die ganz schön zu. Den haben die gleich. Nein! Ach, ich habe schon wieder den Wuchtschlag vergessen. Oh, verflucht, verflucht, verflucht. Cassia muss noch ein bisschen näher kommen. Kann ich noch einen Feuerball werfen? Ja, das müsste gehen. Und so erwische ich auch theoretisch beide, wenn das jetzt nicht wieder nach hinten losgeht. Okay, beide gekillt. Hervorragend. Der hat hier irgendwie so eine Gaswolke hingezaubert oder sowas und das hat... Nee, nicht gezaubert. Das sind hier so Sumpfdinger und die hat den Feuerball gerade quasi... Oh, shit. Selbst entzündet. Ich habe gerade den Waldheini durch die Fliegen durchgeschickt. Habe ich natürlich nicht drauf geachtet. 0%. Wieso denn 0%? Das Gebüsch hat eine 100%ige Chance. Ach so, der ist in dem Gebüsch in Deckung gegangen. Wie schlecht ist das denn? Aber so hat's geklappt. Dann soll es mir recht sein. So, mit meinem Zwergen muss ich da jetzt mal langsam abhauen, sonst ist der gleich hin. Aber wo ziehe ich den denn mal hin? Ich tue den mal hier hinten hin, da sind glaube ich keine Fliegen. Da sind Fliegen, da sind Fliegen. Ah. Nee, hilft alles nichts. Ich muss den aus dem Kampf rausholen. Oh, scheiße. Dann hätte ich besser nochmal mit denen kämpfen sollen. Cassia auf 9 runter. Der Druide, der lebt noch eine Runde. Schaffe ich den gleich mit Zurbaran? Ja. Kann ich dem noch irgendwas an den Kopf werfen von hier hinten aus? Dann ist die Sache hoffentlich schnell erledigt. Nee. Oh, es ist schwer zu sehen, wo jetzt die Fliegen sind. Ich guck mal, ob das irgendwie besser ist, wenn ich die hier hinstelle. Und ob ich dann an ihn rankomme. Ganz genau nicht. Aber so sehe ich die Fliegen. Also hier ist ein ganzer Trupp. Ich kann... Wo gehe ich damit ihr mal hin? Wie weit ist der runter? Wie weit ist der? Der ist noch voll. Ich traue mich ja nicht mehr, jetzt mit ihr hier irgendwie wild rumzulaufen. Ich marschiere mal hier hin. Und komme dann auf jeden Fall um die Fliegen drumrum. Der und sein lästiges Geheile, ey. So, das sollte den eigentlich jetzt erwischen. Ne, 12 Schaden. Das ist Quatsch. 5 Astralpunkte und das sind 8. Dann nehmen wir doch hier den kleineren. Das müsste ihn erledigen, genau. Wo ist denn jetzt mein Waldheini? Ist der gepinnt, oder? Ach, die sind jetzt wieder randvoll natürlich. Das ist ja nervig. So, das kostet 10, macht aber 15 Schaden. Das kostet 5... Nee, dann machen wir... Da nehme ich doch den großen Feuerball. Das muss sich ja lohnen für beide. Wozu nimmt man Flächenschadenzauber? Wieso heilen die sich? Oder wer ist gerade geheilt worden? Hm. Tja, mein Waldfuzzi, der stirbt gerade so langsam vor sich hin. Und ich habe hier auch nur noch ganz wenig Astralenergie. Macht ja nix. Ich krieg die noch weg. Und wenn ich die per Hand erschlagen muss... Cassia ist auf einem Astralpunkt. Tja, dann wird das mit Cassia gerade nichts. Oh, das sieht so aus, als würden die da kuscheln, die beiden. Das ist ein bisschen niedlich. Freund Zwerg und Freund Druide. Die haben sich ganz doll lieb. Auch im Tod.
Oh oh. Apropos Tod. Das ist, ja, ein glattes Game Over, würde ich mal sagen. Oh, und das war's. Der ist hin. Ja, schade. Ja, an dieser Stelle breche ich mal die Aufnahme ab besser. Sonst wird das Ding wieder zu lang. Und mach dann im zweiten Versuch. Oder in der zweiten Aufnahme oder dritte Aufnahme ist es dann, glaube ich, den zweiten Versuch. Okay, bis denn. Da bin ich wieder. Und ich hänge das einfach mal direkt hinten dran. Es sei denn, das dauert jetzt ein bisschen länger. Das kann ich ja nachher entscheiden. Ich habe nämlich gemerkt, das waren eben nur 10 Minuten. Ja, ich möchte ihn wirklich wiederholen. Da lohnt es sich dann noch nicht, da irgendwie einen zweiten Part draus zu machen. Ja, das kennen wir schon. Das kann man aber leider nicht skippen, glaube ich. Na? Jetzt habe ich den Ton abgeschaltet. Ach, hey, habe ich jetzt wieder was kaputt gemacht? Nee, alles gut. Okay, man kann nur das Gequassel ausschalten anscheinend. So, diesmal sind wir mal ein bisschen vorsichtiger. Also, hier ist eine Gaswolke. Da sollte man keine Feuerbälle durchschicken. Und ich möchte so schnell wie möglich den Typi killen, damit er seine Jungs da nicht mehr heilen kann. So, Magier stellen wir mal dahin, wo sie keine Feuerbälle zünden. Wo sie keine Gassumpfdinger anzünden können. Ja, die Geschichte kennen wir schon. Was sind das hier? Pupsgas? So, zügig an den Typen ran. Ja, dieses Hochgeheile von seinen Monstern, das nervt nämlich ganz schön. Das heißt, man muss wirklich zügig diesen doofen Druiden ausschalten. Und hoffen, dass nicht allzu viele wichtige Leute umfallen. Naja. Gut, ich gehe mal mit Cassia hier hin. Und schick dem Heini irgendwas ganz Großes an Kopf. Das sind nur 14. Ich mach den hier ein. Ach komm. Ich knall dem Feuerball an Schädel und dann gibt das ganz großen Lärm. Aber selber schuld, wenn er sich in die Gaswolke stellt. Wo ist denn der Druide? Siehst du, das hat ihn nämlich mal eben die Hälfte seiner Lebenspunkte gekostet. Die Nummer hat sich gewaltig gelohnt. Und mit dem Zwerg. Ich jag den Typen jetzt hier über die Platte, das ist mir egal. Ich muss den noch irgendwie erwischen. Der muss zügig verschwinden, der Typ. Ihr dürft nicht hier sein. Ja, jetzt sind wir aber hier und jetzt machen wir hier auch alles klar. Und blitzgeschwind für alle Mistviecher. Vielleicht doch ein Zauber, den ich mir anschaffen sollte, aber ich finde diese riesig gewaltigen Schadenzauber doch schon beeindruckender. Ja, zieht mal alle ganz nah beieinander, bitte. Ach, die haben schon wieder meinen Kumpel geschubst, ne? Gut, dann nochmal eben einen Feuerball hier rein in die Menge. Und so erwische ich alle drei. Hervorragend. Du klatsch mal bitte den Druiden hier. Warum geht das gerade nicht? Warum kann ich den nicht hauen? Der hat irgendeinen Schutzdingsbums. Das ist ja lästig. Dann hoffe ich mal, dass der nicht so lange hält, der Schutzdingsbums. Und mit ihm kann ich den hier grillen. Nee, das macht keinen Sinn. Ich grill den da weiter. Ach, der hat gerade so ein Schutzschild, ne? Nee, versuche ich den hier zu grillen. Kann der auch einen Fulminictus? Der kann ja einen Flammenstrahl und der steht, glaube ich, in der Gaswolke. Jawohl. 67 Schaden. Das hat sich gelohnt. Das heißt, ich habe schon mal zwei weg.
Und ernsthafte Probleme hat momentan nur... Na, eigentlich keiner, der Waldheini. Der ist ein bisschen runter. Das ist aber, glaube ich, nicht schlimm. So, Cassia, du kannst noch einen Feuerball werfen. Das reicht eigentlich, um hier die beiden zu erwischen. Das müsste den Druiden ausschalten und... Oh, nein! Nein, 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 nein! Das erwischt meinen Zwergen mit. Aber warum ist der andere mit umrandet? Das verstehe ich nicht. Ah, das sind wahrscheinlich die Felder, wo man... alle mit erwischt. Ach nee, das war ja jetzt blöde. Jetzt habe ich natürlich viel zu viel Astralpunkte darauf verwendet, diesen einen Typen da umzuhauen, wo ich keinen Stufe 3 Feuerball gebraucht hätte. Aber das macht nichts. Der kann den immer noch nicht angreifen. Ich verstehe das nicht. Na gut. Dann halt Wuchtschläge verteilen. Kannst du den irgendwas tun? Auch nicht. Todesstoß auf das Ding hier. Kein Schaden gemacht. Verdammter Mist. Mal gucken, ob das geht. Müsste eigentlich... Nee, kommt da nicht lang. Wenn ich ihn dahin ziehe, steht er wieder im Fliegenschwarm. Da kann er nicht stehen. Da ist eine Blume. Dann versuche ich es mal hier hin. Aber ich glaube, das ist immer noch nicht richtig in der... Nee. Nicht in der Schussbahn. Also muss ich mit ihm mal dahin. Das ist irgendein ultralästiges Schutzschild. Hat er sich selber geheilt? Wo ist er denn? Oh nee, der hat sich hochgeheilt. Aber ich glaube, ich habe nur noch zwei von diesen Riesenmonster-Dingern an der Backe. Aber... Cassia ist auf 7, glaube ich, runter. Ich glaube, mit Cassia spare ich noch mal ein bisschen, damit die mit einem Schlag irgendwen umhauen kann. Das macht so gerade wenig Sinn. Und mit dem Zwergen mal kräftig draufgehauen. Och Mann! Den kann ich immer noch nicht angreifen. Und hier kommt man irgendwie... Dem ist gerade kein Beikommen. So, der Flammenstrahl. Der hat sich natürlich gerade mal mit 25 Punkten geheilt. Das heißt, es dauert jetzt wieder eine Weile, den runter zu klopfen. Och, jetzt... Och. Hau doch nicht ab, Mensch. Das sieht ganz schlecht aus für meinen Waldmenschen. Cassia hat 8. Kann eigentlich nur hoffen, dass die nochmal in so eine Gaswolke treten. Nee, ich darf den Typ nicht aus Augen verlieren. Also mit Cassia irgendwie mal in die Gegend gezogen. Und das hat ordentlich viel Schaden gekostet, weil da natürlich noch Fliegen waren. Oh, da muss ich drauf achten besser. So, und der Waldmensch ist nächste Runde tot. Das heißt, ich muss jetzt nochmal ganz verzweifelt versuchen, Schaden zu machen. Und das hat geklappt. Zwergi. Zwergi muss auch nochmal eben einen Wuchtschlag versuchen. Das klappt sogar diesmal. 4 Schadenspunkte. Heidewitzka, das ist ja eine Menge. Hm. Okay, dann haben wir hier noch einen mächtigen Magier. Ach verdammt, warte mal. Nee, den hole ich jetzt mal eben hier hin. Und dann müsste ich eigentlich den Druiden erwischen hier. Jawohl. Aber der ist immer noch nicht gegrillt, der Blödmann. Der rennt einfach ein bisschen hin und her. Gut, warum nicht? Und regeneriert 0 Lebenspunkte. Das ist nicht viel. Cassia kann immer noch nichts Sinnvolles machen. Doch, die kann da eigentlich mal eben angreifen. Statt da faul rumzustehen. Okay, das hat mich gerade Cassia gekostet. Scheiße.
Und der Zwerg. Der Zwerg ist auch auf 1 runter. Das heißt, das sieht ganz schlecht für mich aus wieder. Pock. So, der ist hin. Ah ne, er ist auf 7. Ich bringe mal den Zwerg mit dem Druiden durcheinander. Der Druide ist echt am lästigsten. Also, wenn man den nicht schnell genug ausgeschaltet hat, hat man echt keine Chance gegen den. Gegen die anderen Kreaturen hier. Ich habe doch auf den Druiden gezielt. Verstehe ich nicht. Was war denn nun? Ach, das ist aber höflich. Der hat seinen Kumpel totgeschlagen. Da wehre ich mich ja nicht gegen. So, 27 auf den Eumel. Ich habe schon wieder den Druiden vergessen. So, diesmal aber. Der kriegt jetzt so einen kleinen mal ab. Ich muss ja Astralpunkte sparen. Das müsste eigentlich reichen, um ihn zu töten. Yo, Glück gehabt. So, und jetzt hoffe ich mal, dass Monsieur Schwarzmagier lange genug überlebt. Wenn er sich nicht gerade da in die Fliegenschwärme reinstellt. Dass er lange genug überlebt, um diesem Ding hier beizukommen. Aber momentan sieht das ganz, ganz schlecht aus. Ich veräumel mich hier nochmal ein Stückchen weiter weg. In der Hoffnung, dass der mich hier nicht mehr erwischt. Ja, der ist runter. Na? Der ist runter auf 8 Astralpunkte. Das waren jetzt seine letzten Astralpunkte. Das heißt, er muss jetzt versuchen, im Nahkampf den zu erledigen. Und das wird schwierig. Das wird richtig schwierig. Und er trifft nicht. Also er trifft, aber er macht keinen Schaden, weil der Schwarzmagier ganz, ganz furchtbar schlechter Nahkämpfer ist. Da kann ich eigentlich nur zusehen, dass ich mich verdrücke. Und hoffe, dass sich der Typ irgendwo ins Feuer stellt. Ja, prima. Das geil. Ja, okay. Ich habe jetzt gerade gedacht, gut, jetzt lasse ich mich übers Feld scheuchen, bis der, bis er wieder genug Astralpunkte hat. Und das mache ich so lange, bis, bis ich den weg habe. Aber wenn er sich ins Feuer stellt, so bereitwillig, da wehre ich mich ja nicht gegen. Oh, diese Fliegengesumme. Oh Gott. Das war ja ein bisschen nervig. Da hätte man auch mal die Lautstärke runterdrehen können eigentlich jetzt, ne? Sie nahmen die Melodie des Schöpfers und versiegelten den magischen Hain. Den Druiden aber schleiften sie in das Lager und sperrten ihn in einen Käfig. Aha. Schön. Oder auch nicht. Noch niemand war bereit, Cassias winziger Schar 4 Augenmerk zu schenken. Nur der Kommandant von Festina sandte einen kleinen Trupp. Irgendwohin. Verteidigung. Bra, bra, bra. Für die Verteidigung stehen nur Faramut und seine Söhne zur Verfügung. Mhm. Aha. Okay, ja, das ist immer was Spannendes. Das hatten wir ja noch nicht. Einen Bogenschützen hätte ich gerne. Nein, ich hätte gerne 2 Bogenschützen. Ich hätte gerne 4 Pikaniere und 2 Schwertkämpfer. So, dann mal gucken, wie wir uns hier verteidigen. Das ist ja spannend. Das hatten wir ja noch nicht. Jawohl. Also ich kann Kisten und Fallen positionieren. Da kommen die bösen Gegner rein. Ich habe 6 Sachen zur Auswahl. Okay, und ich kann hier noch Schubskisten aufstellen. Damit kann ich die Gegner prima pinnen.
Aber die Fallen haben sich ja auch bewährt. Ich packe hier mal ein paar Fallen hin. So, das sind 4 und dann baue ich hier mein Türmchen. Von da wird keiner kommen, hoffe ich. Und... tja. Ach, weißt du was? Wir packen da noch eine Falle hin. So, und jetzt darf ich meine Bogenschützen positionieren. Wo packe ich die denn mal hin? Wo packe ich die denn mal hin? Ich packe hier 2 hin. Das sind gar nicht meine Bogenschützen, das sind meine Schwertkämpfer gewesen. Verflucht. Hier kommen die Pikaniere hin. Warte mal, ich kann ja Reset drücken. Ha! Ah, jetzt muss ich alles nochmal machen. Na ja, gut. Also, alle Fallen wollte ich aufbauen. Und einmal Schubsekisten. Meine Schwertkämpfer kommen hier hin. Pikaniere hier. Und hier. Dann kann ich nämlich von da schön schubsen. Faramut ganz weit vorne natürlich. Und hier hätte ich gerne einen Bogenschützen. Und hier hätte ich gerne einen Bogenschützen. Ah, ich habe noch einen Bogenschützen. Dann möchte ich auch hier einen Bogenschützen haben. Juti. Jetzt möchte ich ja eigentlich, dass der Gegner rankommt, ne? Ich will mich ja auch nicht in die Schießreichweite... Nö, tue ich ja gar nicht. Hier hin, bitte. So, und den Rest soll doch Faramut machen. Was soll ich denn hier? Meine Deckungen aufgeben? Das, ja, das sehe ich ja nicht ein. Hier kann er noch. Der ist fertig da. Der ist auch fertig. Der ist auch fertig. Jetzt können die erstmal nachrücken. Ach, die haben auch Bogenschützen. Na gut. Dann muss ich denen wohl doch entgegenkommen. Sehr brav. Schön in meine Falle laufen. Ach nee, die Bogenschützen hätte ich ja jetzt benutzen können. Ah. Und auch in die Falle. Was? Nö, will er nicht. Erwische ich dich? Nö. Erwische ich den auch nicht. Okay, die sind alle zu weit weg. Dann mache ich erstmal nichts. Ich verteidige. Ja, da muss ich ja hier nicht... muss ich es ja nicht übertreiben. Das sind die Schwertkämpfer. Ja, die Schwertkämpfer können ruhig ein bisschen näher ranziehen. Oder? Ach komm. Mutig nach vorne. Ja, das reicht. Die können da hinten stehen bleiben. Ach, umso eher ich die angreifen kann, desto besser kommen. Außerdem will ich mal sehen, was Faramut kann. Ey, du bist ja um meine Falle rumgelaufen, Manu. Der kann pieks, der kann schießen. Fitz. Irgendwie muss ich ja auch deren Bogenschützen erledigen. Das heißt, ich muss meine Leute eh früher oder später vorziehen. Was war das denn schon wieder für ein Geräusch? Ich weiß es nicht. Der ist hin mit einem kritischen Treffer, erfreulich. Dann kriegen wir den jetzt auch tot. Ah, der hat schon wieder irgendwelche Fliegen. Deswegen konnte man hier Fallen aufstellen. Ja, dann hat das ja keinen Sinn. Ach komm, dann hole ich die mal nach vorne. Und den Eumel hole ich auch nach vorne. So. Die können mal in Ruhe dann von hinten ranschlurfen. Vielleicht stellt er sich ja höflicherweise vor die Kisten. Klick. Hervorragend. Schön in die Falle gelaufen. 11 Schaden, das lässt sich doch sehen. Ach, hier ist nur noch einer, den habe ich gleich mit den Bogenschützen erlegt. Das heißt, ich flitze mal hier schön voran und... nö. Der hat ja eine Piekse, da muss ich ja nicht direkt an die ranstellen. Und der schießt den jetzt bitte mal tot. Irgendwas muss ich ja hier hinten gegen die Bogenschützen tun, das hilft ja so nichts. Weg. Hau ab.
Oh, da kommen auch immer mehr. Ich dachte, das seien schon alle. Schade. Wie viel hat der noch? Der ist auf 4 runter. Dann ziehe ich mal meine Schwertkämpfer nach. Ja, reicht. Und der kann eigentlich auch vor. So, weil den müsste ich ja in der nächsten Runde mit dem Schwertkämpfer erledigen. Mit dem Bogenschützen. Ja, so viel zu meinem infernalen Plan nach diesem. Nach dem letzten Kampf mit dem Druiden auf. Die Aufnahme aufzuhören. Ich muss mal die Effektlautstärke runterdrehen, das ist ja pervers. Wo sind die? Effekte, ja, 100% richtig.